Yo Leute, Brutus wieder am Start, heute wieder mit einem leckeren Black Ops 3 Video und ich muss am Anfang dieses Videos einmal kurz das loswerden, Leute. Und zwar liegt es mir wirklich sehr am Herzen, dass ihr den Vlog von gestern schaut. Da habe ich wirklich so viel Arbeit investiert rein und habe so mein Herzblut da reingesteckt, den zu schneiden und das ist wirklich vom Aufwand her definitiv mehr als meine anderen Videos. Also würde mich echt freuen, wenn ihr das einfach nochmal auscheckt nach dem Video, hier einfach nochmal den Vlog von Anfang bis Ende genießt. Auch wenn ihr jetzt gleich gerade keine Zeit habt oder sowas, dann gönnt es euch später oder wenn ihr gerade Zeit habt, gönnt es euch bitte, weil da war wirklich echt viel Aufwand dabei und das würde mich einfach freuen und deswegen nochmal hier kurz der Hinweis natürlich und hier Shop ist online, wisst ihr auch Bescheid, falls ihr euch was gönnen wollt noch zu Weihnachten oder sonstiges. Aber Leute, heute wird mit der DBSR gespielt, wie ihr es gerade schon im Anfangsclip gesehen habt. Und Leute, diese Waffe ist, ne? Sie ist Bay oder Bay? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Keine Ahnung, schreibt mir das mal die Aussprache in die Kommentare. Wobei, ja, egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein Video damit machen. Schädiges AK5 und dann auch noch ein bisschen am Start, weil ich mit der Waffe definitiv nicht alle Kills machen kann. Jetzt schon mal vorneweg gesagt. Spezialist Kampffokus für die Streaks, die hier zu sehen sind. Ich habe heute wieder Bock, dass der Blitzschlag schön eskaliert. Und wir spielen so ein, zwei Rundchen TDM, je nachdem wie lange ich Lust habe. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock und let's go, Leute. Sie werden die 54i fürchten müssen. Oh mein Gott. Ey, Mann, wir spielen gegen Franz Ebert und ich bin cool und weiß ich nicht, Specht ist auch noch im Gegnerteam das, und Isle of Boobs auch noch. Oh, das wird die perfekte Runde. Ich spür's jetzt schon, Mann. Ich werde so die 12 Tode mindestens kassieren, aber jawohl! Ich bin auf ihm drauf. Ich realisiere viel zu spät, dass ich überhaupt einen Gegner gesehen habe. Ey, scheiße. Vielleicht krieg ich ihn jetzt. Mal gucken. Warte mal. Nein! Das wird das beste Video aller Zeiten, Leute. Ich schwör's euch. Aber ich will die Runde nehmen. Weil ich versuche es jetzt so oft, bis ich ihn kriege. Jawohl! Ich dachte gerade ernsthaft, ich sterbe nochmal. Wirklich. Heieiei. Ja, da ist die RK5 am Start und rettet mir mein Leben. Oh, ich werde so. Oh oh. Oh, nein. Weiß er, dass ich hier bin? Ja, warte mal. Ja, ich glaube, er weiß es. Ha! Oh oh, was kam. Hallo! Das wollte ich alles gar nicht. Ist er hier reingekommen? Ey, ich höre gerade so viel. Warte mal. Können wir hier hin? Ey, ich werde so hier einfach bleiben. Digga. Oh, wäre echt schön geworden, hätte ich den. Nein, 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 nicht von hinten. Oh! Digga, ich überlebe alles. Okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen rein hier. Und ich wollte auch noch ein bisschen was mit euch bereden. Deswegen nehme ich die Runde jetzt einfach dafür, auch wenn ich hier jetzt nicht so abgehen werde, weil ich in der zweiten Runde dann ein bisschen mehr Action mache. Hallo, warte mal kurz. So. Was auch den Vlog angeht, wollte ich ein bisschen mit euch reden, weil ich da aus Verzweiflung. Hab ich nicht gemacht. Aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie ich. Ich erkläre es mir mal von vorne so. Also, mein Anliegen war, den Vlog möglichst gut zu schneiden und alles. Und ich finde, das ist mir auch. Oh oh, scheiße. Auch gelungen. Warte, hier kommt gleich einer. Fuck! Nein, ich bin zu dumm! Eins vor Geist oder so, keine Ahnung. Egal. Und ich bin einfach mega zufrieden mit dem Video an sich. Deswegen wollte ich halt auch einfach auch, dass. Digga, kenn ihn doch. Dass der viel Aufmerksamkeit bekommt, was er halt bis jetzt noch nicht hat. Und deswegen habe ich aus. Ja, soll man Verzweiflung sagen? Ich weiß nicht. Einfach so, weil ich halt nicht wusste, wie ich ihn benennen soll, halt einen Titel gewählt, wo ich mir dachte, hey, vielleicht kriegen die Leute das dann eher an. Kein Plan. Mir ist halt nichts eingefallen, was irgendwie dem. Oh, 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 oh. Dem Block gerecht wird. So, das ist. Das Ding. Und warum sind die Gegner hier eigentlich gerade so übel am Durchdrehen? Oh ja, da ist er wieder. Ich gewinne jedes Duell gegen ihn. Das ist so geil. Ey, Digga, lass mich doch. Mann. Den chillig RK5 ich jetzt aber todes weg hier. Komm, hallo. Nein, ich spiele mit der DBSR. Das ist kein Ding. Ich erzähl mal noch ein bisschen weiter. So. Und wie gesagt. Gefällt er mir einfach sau gut und ich habe da so viel Zeit investiert, dass ich halt wollte, dass ihn viele Leute sehen. Und deswegen habe ich es jetzt auch nochmal angesprochen. Und was ich halt nicht verstehen kann, ist, warum Leute einem dann direkt so vorwerfen, weil man einmal ein Real-Life-Video macht, weil ich halt zu gegebenem Anlass unterwegs war und endlich eine geile Kamera habe, mit der ich euch auch so ein bisschen mit in mein Leben mitnehmen kann. Warum dann direkt wieder Krawall gemacht wird, ey. Du wirst jetzt zum Apo Red, nur weil du. Oder, ne? Nur weil ich halt. Das Glück hatte, Yeezys zu bekommen und die halt trage. Und ich habe ja zu dem Video, zu den Schuhen und so auch schon ein Statement-Video hochgeladen. Dass man mal ein bisschen chillen sollte und jeden Menschen so sein Leben leben lassen sollte.
Lol, die haben einfach Geist. Und lasst euch das mal so im Kopf zergehen. So, ich meine, jeder hat seine Vorliebe, hat seinen Style, so was Klamotten und Schuhe und so angeht. Komm nochmal, ja, nein, ich wollte ihn doch haben. Und ich weiß, dass manche einfach Angst haben, dass sich Menschen verändern oder dass sich jetzt mein Content zum Beispiel auch dahingehend verändert, dass ich jetzt Only Real Life und sowas mache. Aber ihr seht es ja allein an meinem... Lol, an meinem Input wollte ich schon sagen, an meinem Output, an den Videos, dass fast Only Gaming Videos kommen und ab und zu dann halt zwischendurch, wenn es halt passt, Real Life Videos kommen oder halt mal so eine Phase ist, wo ich dann mehr Real Life mache wie diese Woche, weil ich halt viel unterwegs war. Und dann... Oh, ich werde so weggekloppt und dann halt einfach besser da auch mal was machen kann, weil sonst habe ich halt einfach nicht die Möglichkeit und sonst kommen dabei nur langweilige Real Life Videos bei rum und deswegen mache ich halt dann keine. Aber das ist halt so mein... Oh, lol, ich krieg einfach... Gib mir einfach den Hitmarker. Oh Mann. Das wäre so mein Anliegen an euch, dass ihr... Ey, jetzt muss ich mich auch ein bisschen... Ey, die AK-5 ist schon eigentlich mehr bei... Lol, 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 lol. Ich krieg alles, warte mal. Ich fick hier doch die... Ja, ja, ich mach... Ah, jetzt sind's... Oh Gott. Digga, ich konnte nicht... Nein, das gibt's nicht, dass ich wieder kurz vor sterbe, weil ich keinen... keine Munition mehr hab. Ne, und deswegen... Chillt mal ein bisschen in euer Base. Wisst ihr Bescheid? Ich meine, ich lade jetzt COD hoch und... Ich habe halt auch am Anfang überlegt, hey, soll ich jetzt für Real-Life-Videos einen anderen Kanal aufmachen? Damit die Leute, die jetzt... Oder die meisten, die halt das Video jetzt zum Beispiel sehen und nur COD sehen wollen oder andere Games, da zufrieden sind. Aber dann dachte ich mir halt, nee Leute, ich will einfach erstmal alles auf einem Kanal machen, vielleicht werde ich irgendwann einen zweiten Kanal machen, wer weiß. Aber für mich macht es halt einfach keinen Sinn so im Moment. Und deswegen jetzt kurz am Rande einfach nur dieser kleine Real Talk, so ey, chillt mal ein bisschen, schaut euch den Vlog an und sagt mir eure ehrliche Meinung unter dem Vlog dann auch in den Kommentaren, weil ich finde einfach, dass das ein echt gutes Video geworden ist und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie KS, der hat ja auch, nachdem er seinen neuen Song hochgeladen hat, da was drüber gesagt im nächsten Video, weil da auch, glaube ich, ein bisschen gehatet wurde. Mein Video wurde jetzt nicht so krass gehatet, aber mir ist halt aufgefallen, so dass es schon einige gibt, die ein bisschen kritisch die Sache sehen und das möchte ich halt einfach nicht, dass ich euch das Gefühl gebe, dass ich mich irgendwie zu irgendwas verändere, was ich selbst gar nicht will. Ich bin einfach immer noch der gleiche Mensch wie jetzt auch, nur hab halt einfach... Jetzt sagen wir mal, innerhalb der letzten 12 Monate meinen Style, was Klamotten angeht oder Schuhe und sowas, halt einfach ein bisschen verändert. Ich denke, das macht jeder einfach irgendwo durch. Und jeder hat halt einfach seinen eigenen Stil so. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum Leute da auf mir rumhaten. Klar, man kann mit irgendwas nicht einverstanden sein, dass jemand sich die und die Schuhe holt oder ein T-Shirt unter dem Pulli trägt, was irgendwie dann da ne, unterher vorguckt, mache ich auch nicht so viel, aber halt einfach mal so ein bisschen ausprobieren und ich finde, da hat jeder halt so seine Freiheit so. Ne, aber wir sehen uns in der nächsten Runde, damit es nicht zu langweilig wird. Ey Leute, habt ihr gemerkt, ich habe genau 12 Tode gekriegt, ne? Krass. Oh, wir spielen gegen die Shisha-Bar, Digga. Ja, nice. Und ich glaube, so die Message an sich hat ja jetzt, glaube ich, jeder mitgekriegt, so dass für mich dieses Video einfach sehr viel bedeutet hat, weil ich halt da in dem Video auch endlich wieder viele meiner guten Freunde gesehen habe und einfach viel spaßige Sachen entstanden sind. Und das Video an sich halt einfach sehr unterhaltsam war, meiner Meinung nach, und mir das halt auch viele gesagt haben. Oh, oh. Oh Gott, nein, den hole ich jetzt. Und jetzt konzentrieren wir uns mal so ein bisschen. Ja? War da noch einer? Oh, hier unten, da höre ich doch schon die Shotgun, Digga. Ja, jetzt hier. Ah, ein bisschen zu spät reagiert, warte mal. Jetzt ist er hier oben. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Nein, 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 ich habe so Pech. Ich nehme alles zurück. Ah, jetzt. Ich mag das irgendwie so in letzter Zeit voll, so ein bisschen. Hallo? Ein bisschen real einfach zu reden, so was mich bewegt und manchmal ist halt einfach so die Stimmung dafür da. Es reicht für mich gerade schon einfach, dass draußen schon wieder dunkel ist, obwohl es gerade mal Nachmittag ist und alles. Und wie findet ihr es eigentlich, dass ich im Moment jeden Tag ein Video hochlade? So an sich. Mir macht es übel Spaß. Einfach weil viele auch gefragt haben immer so, hey, kannst du nicht mal ein bisschen mehr Videos hochladen? Und... Digga? Nee. Oh, warte mal. Nein, den muss ich jetzt so holen, weil sonst sterb... Ich hab so den Triple Feed gesehen und dann merke ich, oh, ich habe die DBSR in der Hand. Mit der ich nach jedem zweiten Schuss einmal nachladen muss, so bescheuert. Ja, Digga, das Minai ist schon am Start. Und
heute geht es mal nicht so ums Gameplay, sondern einfach ein bisschen, dass ich halt euch voll quatsche. Und vielleicht schaffen wir jetzt... Ja, Geist ist easy drin, Leute. Kriegen wir hin. Ich sollte vielleicht auch mal den Kampffokus einsetzen, wenn ich ihn habe. Na gut, ich meine... Oh, nein. Da ist natürlich wieder das absolute crazy Aim. Ach komm, leck. Nein, hinter mir. Na. Kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen unzufrieden seid mit dem, was ihr hier spielt, weil... Ihr... War da ein Gegner? Ist halt echt ein Gegner, einfach. Weil ihr wisst, ihr seid so besser, aber wenn ihr so... Quatscht? Nein. Nein. Wenn ihr quatscht, dann ist es irgendwie... Manchmal so, dass ihr das Gameplay nicht so richtig hingeschissen kriegt. Ich weiß nicht, manchmal kann ich mich nicht so ganz drauf konzentrieren. Weil in meinem Kopf jetzt gerade so viele Gedanken rumschwirren. Hey, habe ich irgendwas vergessen zu sagen, was mir noch wichtig war? Nein, scheiße. Digga, ich sehe die Gegner halt einfach nicht. Oh, Colette. Das gibt's ja nicht. Alter, Mann. Wie habe ich gerade reingelackt? Warte mal. Nein. Ah. Ah, scheiße, Alter. Ich will die Kills haben jetzt. Komm, ich baller jetzt hier mal schnell den Blitzschlag drauf. Warte kurz ab. Dann verkrümel ich mich mal in eine andere Ecke. So. Absolut verkrümelt. Jetzt für... Hä? Ich bin so ein Noob. Ah, scheiß drauf. Wir machen den Geist jetzt. Wirklich. Ich konzentriere mich jetzt so hart darauf, dass ich den Geist kriege. Ich finde die Waffe halt, ne? Also, RK5 ist schon... Digga, ich weiß auch nicht, was abgeht hier. Nuketown ist so eine crazy Map, Mann. Bisschen reingehen, bisschen snipen, ja. Vielleicht ein bisschen mehr auf... Danach! Oh Gott! Diese Scheißwaffe, Mann! Boah. Da könnte ich ja schon... mal ein bisschen... Ey, und dann muss ich wieder 10 Mal nach... laden. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo die Gegner sind. Ich bin gerade so übel am Überlegen. Hey, was machst du gerade mit deinem Leben? Warte mal. Leute, wenn ich den Geist jetzt noch schaffe, ne? Wir haben 76. Ey. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Waffe so ewig nicht gespielt. Und finde sie... Also sie ist schon... Sie kann schon unnormal geil sein. Ich muss jetzt hier nochmal kurz wegsnipen und jetzt nochmal in Angriff gehen. Bevor die wir hinter mir spawnen wie sonst was. Ah, alles klar. Leute. Jetzt komm hier oben rein, wegschnibbeln und. Oh, das sind so viele Sniper, ich glaube das gerade nicht. So, jetzt Kampffokus nochmal ein Colette, das wäre schon nice. Muss man einmal so schießen, dass ich. Nein. Ich habe so ein Glück. Auch wenn ich jetzt gleich tot bin, gleich die Runde vorbei ist. Jetzt am Ende nochmal kurz einmal RK5en. Komm, den hole ich mir noch. Ey! Get down! Guck mal, Geist am Start. Jawohl, wir haben es geschafft. Oder war schnell den. Oh, bitte mach den Last Kill. Oh, das wird so knapp. Nein! Oh Mann, ey, ich hätte so viele Kills noch machen können, ne? Die 54i haben wieder gewonnen, Mann. Das ist mein Ziel gewesen. Ach Leute, heute wieder. Wie gesagt, so ein bisschen nachdenklicher und mir liegt es einfach so im Herzen, dass ihr diesen Vlog schaut und eure ehrliche Meinung da in den Kommentaren da lasst. Und blendet mal bitte dieses ganze Yeezy-Hype aus. Ich weiß, der Titel, wenn euch besserer Titel für das Video einfällt, schreibt ihn mir auch gerne unter dem Vlog mal in die Kommentare. Ich war einfach stolz auf dieses Video und wollte einfach irgendwie, dass es viel Aufmerksamkeit kriegt, weil meine Vlogs halt an sich nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, weil ich ja auch relativ wenig davon hochlade. Aber... es bockt halt einfach, die zu filmen, so, man trifft Freunde und macht daraus ein geiles Video und dann schön auf den Beat gecuttet. Das ist auch so das Ding, ich liebe es so hart, auf diesen Beat zu cutten immer. Das werdet ihr auch am Anfang, die ersten paar Minuten des Videos sehen, dass ich das da ganz extrem gemacht habe. Achtet mal wirklich darauf, wenn ihr das guckt. Oder wenn ihr es schon gesehen habt, guckt es nochmal und achtet dann wirklich darauf. Ich habe allein, wie ich mich anziehe oder in dem Hotel dann auch hochspringe und dann aufs Bett springe und sowas, das ist alles so perfekt auf den Beat gecuttet und das ist einfach sowas... wirklich am meisten Spaß machen. An der Stelle ist das Video auch zu Ende. Schaut, wie gesagt, gerne beim Vlog vorbei und abonniert mich hier, wo ihr gerade eingeblendet das seht. Und wie gesagt, im Shop gerne auch vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.